Hallo Leute, herzlich willkommen zu unserem Facebook-Chat, heute einen Tag vor der Wahl aus dem Karl-Liebknecht-Haus in Berlin. Bei uns ist heute Pascal Meiser, der Direktkandidat in Kreuzberg-Friedrichshain. Ihr könnt jetzt auf Facebook Fragen stellen an Pascal und er wird sie auch gleich beantworten. Und bis dahin können wir ja ein bisschen über den Wahlkampf sprechen. Pascal, in Kreuzberg-Friedrichshain ist die Wohnungsnot ungeheuer groß, die Mieten steigen und steigen. Ist das auch im Wahlkampf ein Thema? Absolut, absolut. Aber ich muss dich gleich korrigieren, der Wahlkreis ist noch ein bisschen größer. Also Prenzlauer Berg Ost gehört auch noch zu dem Wahlkreis, nicht nur Friedrichshain und Kreuzberg. Das vergessen viele auch gerne oder ungerne. Aber ja, du hast recht, das Thema die explodierenden Mieten und vor allen Dingen die Angst, sich morgen nicht mehr die eigene Wohnung leisten zu können, nicht mehr im eigenen Wohnumfeld bleiben zu können. Das ist das, was, glaube ich, also die überwältigende Mehrheit bei mir im Wahlkreis umtreibt. Und das ist für mich deswegen auch das Thema Nummer eins. Da muss was passieren. Was schlägt die Linke denn vor? Nur wir haben ein ganzes Bündel von Maßnahmen, das auch in unserem Wahlprogramm drinsteht. Das habe ich mir jetzt nicht selber einfach nur ausgedacht. Wir wollen zum einen eine wirksame Mietpreisbremse, das heißt bei Neuvertragsabschlüssen dafür sorgen, dass auch die bestehenden Regeln durchgesetzt werden. Und dazu muss es aus unserer Sicht vor allen Dingen Sanktionen geben gegenüber Vermietern, die die Notlage von Mieterinnen und Mietern am Wohnungsmarkt ausnutzen und denen de facto illegale Mieten abpressen. Aber wir wollen auch was für die sogenannten Bestandsmieter und Mieterinnen machen, also die ja schon einen Mietvertrag haben. Das ist ja die große Zahl der Leute. Und da sagen wir mal, nach Österreich gucken würde nichts schaden. Zurzeit ist ja in Berlin so, dass man da im Rahmen dieses Mietspiegelerhöhungssystems in 3 Jahren 15% die Miete erhöhen kann. Das ist ganz schön viel. Und wir sagen, Österreich ist ein gutes Vorbild. Die sagen maximal der Inflationsausgleich. Also maximal die Inflation darf die Miete pro Jahr erhöht werden. Solange es keine Wohnwertverbesserung gibt, finden wir das den richtigen Ansatz. Ein Problem bei hohen Mieten ist ja auch, dass die Leute einfach nicht genug verdienen, um die Mieten zahlen zu können. Was schlägt die Linke denn da vor? Naja, ich habe es ja auf meinen Wahlplakaten, wer sie gesehen hat, auch sehr, sehr plakativ draufstehen. Mieten runter, Löhne rauf, weil ich in der Tat glaube, wir müssen über die Mieten reden, aber Berlin hat auch ein besonders niedriges Einkommensniveau. Wir sind immer noch die Hauptstadt der unsicheren und schlecht bezahlten Arbeit. Das ist sehr traurig. Und deswegen sagen wir als Linke, das muss sich ändern. Und wir müssen diese ganzen Niedriglohnpolitik der letzten Jahre umkehren. Wir müssen wieder dahin kommen, dass gute Arbeit auch gutes Geld bedeutet. Wer hart arbeitet, nicht am Ende des Monats zum Jobcenter gehen muss, aufstocken muss. Deswegen wollen wir zum Beispiel, dass der Mindestlohn auch tatsächlich armutsfest wird. Wir wollen auf 12 Euro erhöhen. So dass man, wenn man sein Leben lang, was ja auch nicht schön ist, vom Mindestlohn arbeiten musste, zumindest im Alter auch oberhalb der Sozialhilfe, also der Grundsicherung im Alter ist. Und wir wollen vor allen Dingen insgesamt für ein höheres Lohnniveau sorgen, zum Beispiel, indem wir die Gewerkschaften stärken, indem wir dafür sorgen, dass Tarifverträge, denen ja immer noch die meisten Löhne in diesem Land festgelegt sind, allgemeinverbindlich werden. Das heißt, dass sie für alle Betriebe einer Branche gelten und sich nicht irgendwie der eine Arbeitgeber einen schlanken Fuß machen kann und sagen kann, ja, ich mache hier mal so, ich zahle hier einfach mal weniger, sondern dass alle da die gleichen Bedingungen haben. Ich glaube, da wäre vielen Menschen sehr, sehr geholfen. Okay, jetzt seid ihr dran. Gucken wir mal in die Fragen. Da ist eine Frage von Michael Trost. Gestern hat Die Linke in einem Video für sich als die stärkste Oppositionspartei geworben. Glaubt ihr nicht mehr an einen Politikwechsel durch Rot-Rot-Grün, allen Umfragen zum Trotz? Naja, also die Umfragen sagen ja übereinstimmend, also ich bin bei Umfragen sehr skeptisch, muss ich sagen, aber die sagen ja übereinstimmend zurzeit keine Rot-Rot-Grüne Mehrheit voraus, das muss man zur Kenntnis nehmen. Es wäre gut, wenn die Wählerinnen und Wähler, wenn alle ihr da draußen tatsächlich das morgen, also die Umfrageinstitute eines Besseren belehren würdet, wenn es vielleicht doch eine rot-rot-grüne Mehrheit gäbe. Aber es ist natürlich so, egal wie das Wahlergebnis ausgeht, entscheidend ist aus unserer Sicht, dass es eine starke Linke gibt, egal ob es dann Sondierungsgespräche über eine mögliche Regierung unter Beteiligung der Linken gäbe oder ob wir in der Opposition sind. Entscheidend ist, wir sind stark, wir können Druck machen für soziale Gerechtigkeit und Frieden. Und klar ist für uns auch, im Gegensatz zu Grünen und SPD,
Wir werden nicht der Steigbügelhalter sein für eine nächste Regierung Merkel, egal ob die dann Große Koalition heißt, ob sie Jamaika heißt oder Schwarz-Grün. Da sind wir nicht dabei, das finde ich aber auch gut so. Eine weitere Frage kommt von Timo de Voss. Er möchte wissen, warum muss der Steuerzahler die ganzen Polizeiaufgebote bei Veranstaltungen bezahlen, vor allem bei Fußball-Bundesliga-Spielen? Ja, das ist in der Tat nicht so eine ganz einfache Sache. Also es ist ja, wenn man sich anschaut, dass gerade die großen Vereine irgendwie große Konzerne sind, die im Grunde Millionengewinne jedes Jahr machen oder das dann auch an ihre Superstars weiterreichen, dann fragt man sich auch manchmal, warum irgendwie sollte das dann nicht dann auch so sein, dass sie dann die Sicherheit komplett übernehmen. Ich bin aber skeptisch, ob das der richtige Ansatz ist, weil das, was für die großen Vereine gilt, gilt dann vielleicht für die kleinen Vereine schon nicht mehr, wenn man in die dritte Liga geht. Ich meine, gerade die dritte Liga, gerade im Osten, sind ja meistens Hochsicherheitsspiele, wie jeder weiß, der sich ein bisschen mit Fußball auskennt. Und die Vereine wären mit Sicherheit nicht in der Lage, die Sicherheitskräfte zu finanzieren, die tatsächlich dann auch die Sicherheit gewährleisten müssen. Und was das dann auch für andere öffentliche Veranstaltungen hieße, müssen wir auch mal drüber nachdenken. Deswegen sagen wir, wir wollen es nicht ändern. Wir wollen, dass weiterhin auch für die innere Sicherheit grundsätzlich die Polizei zuständig bleibt. Aber ich sage auch ganz ehrlich, das ist meine persönliche Meinung, ich würde mir wünschen, wenn auch seitens der großen Vereine, also die ja sozusagen Sportkonzerne sind, auch ein Verständnis dafür haben, dass sie im Gegenzug dafür auch eine gewisse Verantwortung tragen. Also warum zum Beispiel machen die keine Sozialtickets für Menschen mit einem geringen Einkommen? Also sie kriegen von der öffentlichen Hand die Sicherheit gestellt und dann müssen Leute irgendwie, keine Ahnung, für ein Ticket 60, 70, 80 Euro zahlen. Ich fände es mal eine gute Geschichte, wenn Bayern München, Borussia Dortmund oder Hertha BSC dann sagen, wir machen richtig Sozialtickets, dass auch Menschen, die auf Hartz IV sind, tatsächlich sich auch mal ein Topspiel anschauen können. Das fände ich eine gute Sache. Viele Leute ärgern sich ja auch über die hohen Verdienste von Fußballspielern. Stichwort Vermögensteuer. Ja, also gut, es sind ja nicht nur die Fußballer, die so viel verdienen. Da muss man ja mal genau hingucken. Es gibt ja auch viele Manager, die in diesen Sphären sich bewegen. Ich halte das auch für absurd. Also das hat nichts mehr mit Leistung zu tun. Ich finde, wer hart arbeitet und wer eine sehr spezielle Leistung auch erbringt, der soll auch durchaus mehr, deutlich mehr als der Durchschnittsverdiener verdienen. Da habe ich überhaupt kein Problem, das neide ich dem auch überhaupt nicht. Aber in den Millionenbeträgen, in denen wir uns da bewegen, da wird einem ja schwindelig dabei und das finde ich absurd. Und deswegen sind wir noch gar nicht bei der Vermögenssteuer, sind wir erstmal bei der Einkommenssteuer. Natürlich, weil die kriegen das ja jedes Jahr obendrauf und ich finde, unsere Position als Linke, die trifft den Manager dann wie den Fußballstar. Wer über eine Million im Jahr verdient, der soll auch kräftig Steuern dafür zahlen und das muss dann auch durchgesetzt werden. Das darf dann auch nicht irgendwelche Tricksereien geben. Da müssen alle gleich sein, egal ob sie Fußballer, Manager oder, keine Ahnung, am Hochofen arbeiten oder ob sie Facharbeiter bei Daimler sind oder ob sie Krankenschwester sind. Also wie gesagt, die super viel verdienen, die sollen auch richtig Steuern zahlen und die wenig verdienen, sollen weniger Steuern zahlen. Da haben wir jetzt auch eine Frage zu Einkommen sozusagen am anderen Ende von Sina Schmidt. Die sagt BGE pro oder contra. BGE ist die Abkürzung für bedingungsloses Grundeinkommen. Wie stehst du dazu? Naja, das ist ja ein Thema, das schon seit langem in Deutschland und anderen Ländern diskutiert wird, auch bei uns in der Partei, durchaus auch kontrovers. Wir haben jetzt als Partei uns entschieden, auch in unserem Wahlprogramm, das kann man nachlesen, dass wir in den kommenden 4 Jahren im Bundestag dafür werben wollen, dass es eine Enquete-Kommission gibt, in der sich Experten, Expertinnen unterschiedlicher Richtung, ich sag mal Arbeitgebervertreter, Gewerkschaftsvertreter, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler darüber auf einem doch vielleicht etwas höheren Niveau und durchaus kontrovers darüber auseinandersetzen können, was das für Vor- und Nachteile hat. Dafür wollen wir uns einsetzen und am Schluss wird dann, wenn das denn klappt, wenn wir uns durchsetzen können, ein entsprechender Enquete-Bericht dann stehen und dann kann der darüber
also der Bundestag, der dann danach ins Amt kommt, der kann dann entscheiden, wie er mit den Ergebnissen umgeht. Man muss aber klar sagen, jetzt, im Hier und Jetzt ist entscheidend vor allem, dass wir was für eine bessere soziale Absicherung für die Erwerbslosen tun. Da können wir nicht warten, bis die Enquete-Kommission ausgetagt hat. Deswegen sagen wir, wir wollen ja eine sanktionsfreie Mindestsicherung für Erwerbslose haben auf einem Niveau, das weit über den bisherigen Hartz-IV-Sätzen liegt. 1050 Euro, sagen wir, damit es auch wirklich armutsfest ist. Das ist die Aufgabe der nächsten 4 Jahre. Dann eine Frage von Anja Schröder. Cannabis? Fragezeichen. Ich würde vermuten, sie möchte gerne wissen, wie ist deine Position zur Legalisierung von Cannabis? Ich dachte schon, sie fragt, ob wir was geraucht haben, aber war es ja nicht so eindeutig dann die Frage. Nein, also meine Position ist da, also ich kann das verneinen. Deutlich. Aber meine Position ist da sehr klar und auch zum Glück die unserer Partei. Wir sind für die Legalisierung von Cannabis. Kann nicht sein, dass eine Droge wie Alkohol legal ist, die auch ihre Risiken hat, wie jeder weiß. Aber Cannabis auf der anderen Seite in die Illegalität abgedrängt wird, in die Kriminalität abgedrängt, dass Cannabis-Nutzerinnen und Nutzer das auf dem Schwarzmarkt sich besorgen müssen, da irgendwie dubiosen Gestalten zum Teil auch zu tun haben müssen. Wir wollen eine kontrollierte Abgabe von Cannabis, das ist auch wichtig. Also wir wollen nicht, dass man jedem Späti, also bei mir in meinem Wahlkreis, in jedem Späti dann einfach sein Cannabis kaufen kann. Wir wollen, dass es einen ordentlichen Jugendschutz gibt, dass also nicht kleine Kinder irgendwie sich Cannabis besorgen können ohne Probleme und dass auch auf die Qualität geachtet wird. Also deswegen wollen wir eine kontrollierte Abgabe. Über die genauen Modelle müssen wir dann nochmal diskutieren, wenn wir überhaupt so weit kommen. Anja Schröder hat noch eine Frage. Habt ihr ein Konzept im Thema Pflegeberufe? Also das Thema Situation in der Pflege ist was, was mich schon seit langem umtreibt. Das betrifft ja zum einen die Krankenhauspflege, die Krankenpflege und zum anderen die Altenpflege. In beiden Bereichen gibt es sehr, sehr schlechte Arbeitsbedingungen für die Pflegekräfte. Wir sagen in den Krankenhäusern, insbesondere, dass dort mehr Personal rein muss. Weil wenn man sich das anschaut, da ist Deutschland Schlusslicht im internationalen Vergleich, also zumindest im europäischen Vergleich, was die Anzahl der Pflegekräfte pro Patientinnen und Patienten angeht. Und das ist in einigen Bereichen inzwischen schon brandgefährlich, dann auch für, wenn man da mal in einer nicht so ganz so schönen Situation ins Krankenhaus kommt. Deswegen sagen wir, wir brauchen eine gesetzliche Regelung. Da kämpfen wir schon seit über 2 Jahren der Seite von Verdi und den Pflegekräften dran, wie jetzt hier in Berlin, auch an der Charité, damit da endlich eine klare Regelung gibt. Da gab es ja auch eine große Kampagne der Linken, die du als Kampagnenleiter der Linken geleitet hast. Worum ging es da genau? Es ging genau darum, dass wir gesagt haben, wir brauchen mehr Pflegekräfte. Wir müssen diesen Pflegenotstand in Krankenhäusern beseitigen und eine gesetzliche Personalbemessung, das klingt jetzt sehr technisch, aber eine gesetzliche Personalbesetzung, jetzt stolper ich auch schon drüber, eine gesetzliche Personalbemessung festlegen, das muss der Bundestag beschließen. Das gab es übrigens in der Vergangenheit schon mal. Und nach Berechnungen von unabhängigen Expertinnen und Experten hieße das, dass wir etwa 100.000 Pflegekräfte in den Krankenhäusern dann mehr einstellen müssten, wenn es diese gesetzliche Mindestpersonalbemessung auch gäbe. Und da haben wir die letzten Jahre mit Verdi und den Pflegekräften zusammen dran gearbeitet. Und das will ich auch in den kommenden Jahren weitermachen, sollte ich in den Bundestag gewählt werden, dann auch gerne in neuer Rolle. Wir haben noch nicht über die Altenpflege geredet, weil es immer so ein bisschen die Altenpflege so ein Schattendasein spielt. Die Situation der Altenpflege ist zum Teil noch dramatischer, das muss man sagen, weil die Arbeitsbedingungen dann noch unsicherer sind, noch schlechter bezahlt sind. Und da gibt es eine ganze Reihe von Maßnahmen, die man auch braucht. Wir müssen den Pflegemindestlohn dringend erhöhen. Wir müssen die bestehenden Tarifverträge für allgemeinverbindlich erklären. Das ist extrem wichtig, weil die Bezahlung da unterirdisch ist und da auch viele, sage ich mal, Anbieter Schindluder treiben, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausbeuten. Und wir müssen dazu, um das alles zu finanzieren, auch diese Pflegeversicherung endlich zu einer Vollversicherung machen, damit auch tatsächlich das, was dann an Kosten durch anständige Löhne entsteht, auch gegenfinanziert ist. Also das halte ich für ganz, ganz zentral, weil wir werden alle älter, insgesamt wird die Gesellschaft statistisch gesehen immer älter und ich finde, es ist ein Skandal, dass wir da das nicht wirklich, also diese aktuelle Bundesregierung, das nicht wirklich mit Nachdruck angegangen ist. Ja, jetzt haben wir noch eine Frage von Marcel Rosenbaum.
Die bezieht sich auf etwas, da hast du vorhin schon was zugesagt. Was will die Linke insbesondere gegen den Niedriglohnsektor machen? Vielleicht können wir einfach mal 3, 4 ganz konkrete Sachen da nennen. Gut, also wir wollen den Mindestlohn erhöhen, das heißt auf 12 Euro. Wir wollen ihn auch, also die Schlupflöcher, die es da gibt, die Ausnahmen beseitigen. Wir wollen darüber hinaus diese ganzen unsäglichen Befristungen, also wo sich junge Menschen von einem befristeten Arbeitsverhältnis zum nächsten hangeln, zurückdrängen. Wir wollen die Leiharbeit zurückdrängen, auch Werkverträge, die ja häufig missbraucht werden, zurückdrängen. Und all das sind Instrumente des Lohndumpings. Also wer über den Niedriglohnsektor redet, muss auch über Leiharbeit reden und über die Werkverträge. Die wollen wir zurückdrängen, damit wieder die Normalität wird, dass man ein unbefristetes, sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis hat. Es sind zwei Sachen. Ich habe vorhin auch schon mal gesagt, wir wollen die Gewerkschaften stärken und zu guter Letzt, dort wo sie Tarifverträge abschließen, auch dafür sorgen, dass sie auch wieder für die ganzen Branchen gelten, dass nicht Arbeitgeber sich einfach mal so da rausstehlen können. Deswegen wollen wir es erleichtern, dass sie allgemeinverbindlich erklärt werden können und wollen, dass die Arbeitgeberseite das nicht länger mit einem Veto belegen kann. Das ist eine ganze Reihe von Maßnahmen. Aber ich glaube, es ist dringend notwendig, wenn man sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt anschaut zurzeit. Ja, bevor wir jetzt zur letzten Frage kommen, ein Hinweis, wer mehr über diese Themen wissen möchte, kann nachschauen unter www.die-linke.de. Dort haben wir Themenseiten zu den Themen mit unseren konkreten Forderungen. Jetzt zu unserer letzten Frage, Pascal. Wo wirst du morgen Abend den Wahlabend verbringen? Ich werde den Wahlabend, wenn kein Unglück bis dahin passiert, aller Voraussicht nach auf unserer zentralen Wahlparty verbringen. Das ist zum Glück fast in meinem Wahlkreis, das ist der Festsaal Kreuzberg, der leider nicht mehr in Kreuzberg liegt, sondern gerade über die Grenze, jetzt in Treptow. Adresse ist, glaube ich, am Flutgraben 2, aber von Kreuzberg sehr leicht zu erreichen, wo ich ja auch wohne. Von daher werde ich dort sein und bin sehr gespannt, was das Wahlergebnis für uns als Partei bringt, aber auch für mich. Ist ja bekannt, dass es ein spannendes Rennen bei uns wird, Kopf-an-Kopf-Rennen, ob ich den Wahlkreis künftig im Bundestag vertreten darf oder nicht. Würde mich freuen, wenn es klappt. Dann alles Gute für morgen und morgen nicht vergessen, wählen gehen. Tschüss. Tschüss.